Es war eine Nacht wie jede andere, als der Polizist Osman auf Patrouille durch die Wälder um Istanbul fuhr. Er war ein erfahrener Polizist und hatte schon viele ungewöhnliche Dinge erlebt. Doch diese Nacht sollte anders sein als alle anderen. Als er durch den Wald fuhr, hörte er plötzlich eine seltsame Musik. Es war die Art von Musik, die man normalerweise bei einer Hochzeit hört. Aber wer würde mitten im Wald eine Hochzeit feiern? Osman beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen und folgte der Musik. Nach einigen Minuten erreichte er eine Lichtung und konnte eine Gruppe von Menschen sehen, die um ein Feuer tanzten. Es war tatsächlich eine Hochzeitsfeier, aber es gab etwas Seltsames an den Menschen. Sie waren alle sehr blass und sahen aus, als ob sie schon seit langer Zeit tot wären. Osman war beunruhigt, aber er wusste, dass er seinen Job zu tun hatte. Also beschloss er, sie zu fragen, was sie hier machten. Als er sich der Gruppe näherte, wurde ihm plötzlich schwindelig und er fiel zu Boden. Als er wieder zu Bewusstsein kam, war er gefangen in einer Art Trance. Er konnte die seltsamen Tänze der Gruppe nicht mehr kontrollieren und tanzte mit ihnen um das Feuer herum. Die Musik wurde lauter und die Menschen um ihn herum begannen, sich zu verändern. Sie verwandelten sich in böse Geister und griffen Osman an. Er versuchte zu fliehen, aber er war gefangen in einem Albtraum. Als er schließlich entkommen konnte, war er voller Schrecken und Angst. Er hatte erlebt, was er für unmöglich gehalten hatte, eine Hochzeitsfeier mit Geistern. Osman versuchte, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass es sich um böse Geister handelte, aber niemand glaubte ihm. Sie dachten, er sei verrückt geworden und wollten nichts damit zu tun haben. Von diesem Tag an war Osman gezwungen, allein mit seinen Dämonen zu leben. Er verbrachte die meiste Zeit allein und verängstigt, in der Hoffnung, dass die Geister ihn nicht wiederfinden würden. Aber er wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie zurückkehren würden, um ihn endgültig in ihre Welt zu locken. Osman konnte nicht vergessen, was er in jener Nacht gesehen hatte. Die Bilder verfolgten ihn Tag und Nacht, und er konnte nicht mehr ruhig schlafen. Immer wieder hatte er Albträume von den bösen Geistern, die ihn angegriffen hatten. Aber es kam noch schlimmer. Jedes Mal, wenn er allein durch den Wald patrouillierte, hörte er die Musik erneut. Es war, als ob die Geister ihn rufen würden, um ihn zurückzuholen. Oftmals schloss er die Augen und versuchte, sich zu konzentrieren, um den Klang zu ignorieren, aber es war schwer. Eines Nachts war er so geplagt von den Gedanken an die Geister, dass er beschloss, erneut zur Lichtung zu gehen. Vielleicht könnte er sie davon überzeugen, ihn in Ruhe zu lassen. Als er ankam, sah er, dass das Feuer erneut brannte und die Musik lauter denn je war. Osman war überwältigt von Angst und es schien, als ob die Geister auf ihn gewartet hatten. Er konnte nicht widerstehen und trat dem Tanz bei. Er tanzte und tanzte, bis er keine Kraft mehr hatte und zu Boden fiel. Als er wieder aufwachte, lag er im Krankenhaus. Seine Kollegen hatten ihn gefunden und gerettet. Sie dachten, er sei einfach ohnmächtig geworden und wollten ihm nicht glauben, als er ihnen von den Geistern erzählte. Osman war am Ende seiner Kräfte. Er wusste, dass er etwas unternehmen musste, um sich von den Geistern zu befreien. Also beschloss er, einen Schamanen zu suchen, der ihm helfen konnte.
Der Schamane war bereit, ihm zu helfen, aber es war nicht einfach. Osman musste sich einer schwierigen Reinigungszeremonie unterziehen, um die Geister aus seinem Körper zu vertreiben. Es war eine quälende Erfahrung, aber schließlich hatte er es geschafft. Die Geister waren weg. Osman kehrte zurück zur Arbeit, aber er war nicht mehr derselbe. Er war zurückhaltender und ängstlicher als zuvor. Aber er wusste, dass er überlebt hatte und dass er sich auf seinen Aberglauben nicht mehr verlassen konnte. Er hatte gelernt, dass die Welt viel größer war, als er je gedacht hatte, und dass es viele Dinge gab, die er nicht verstehen konnte. Trotz allem versuchte Osman, seine Erfahrungen mit den Geistern anderen Polizisten mitzuteilen. Er wollte verhindern, dass jemand anderes das Gleiche durchmachen musste wie er. Aber seine Kollegen lachten ihn nur aus und nannten ihn einen abergläubischen Narren. Osman beschloss schließlich, die Dinge für sich zu behalten und weiterzumachen. Aber er konnte nicht vergessen, was ihm widerfahren war, und er hörte die Hochzeitsmusik immer noch in manchen Nächten. Eines Tages, als er allein auf Patrouille war, hörte er erneut die Musik und beschloss, ihr zu folgen. Er wusste, dass es ein Risiko war, aber er konnte nicht widerstehen. Die Musik führte ihn tiefer in den Wald, bis er schließlich eine Lichtung erreichte. Dort sah er, wie sich die Geister versammelten und tanzten, wie er es bereits erlebt hatte. Aber diesmal waren sie nicht allein. Eine Gruppe von Menschen war ebenfalls dort, und sie wurden von den Geistern angegriffen. Osman wusste, dass er helfen musste, aber er war allein. Er beschloss, zurückzukehren und Verstärkung zu holen. Als er das nächste Mal mit seinen Kollegen durch den Wald patrouillierte, führte er sie zur Lichtung. Aber als sie ankamen, war alles still. Es gab keine Musik, keine Geister und keine Menschen. Es war, als ob alles nie passiert wäre. Osman fühlte sich verrückt und seine Kollegen glaubten ihm nicht. Von diesem Tag an war Osman nicht mehr in der Lage, seinen Aberglauben zu verbergen. Er sprach offen darüber, was er gesehen hatte, und obwohl seine Kollegen ihn immer noch belächelten, fand er langsam aber sicher heraus, dass er nicht allein war. Andere Polizisten hatten ähnliche Erfahrungen gemacht und begannen, sich ihm anzuschließen. Osman hatte eine Bewegung gestartet, die dazu beitragen würde, dass die Polizei von Istanbul ihre Augen öffnete und sich auf die Gefahren vorbereitete, die sie nicht sehen konnten. Es war ein langer Kampf, aber schließlich wurde der Aberglaube in der Polizei von Istanbul als ernstzunehmendes Thema behandelt, und Osman wurde als Held gefeiert. Aber trotzdem konnte Osman die Hochzeitsmusik in manchen Nächten immer noch hören, und er wusste, dass die Geister immer noch in der Nähe waren. Er würde sie nie ganz loswerden können, aber er war bereit, damit zu leben. Er hatte gelernt, dass es Dinge gab, die größer waren als er selbst, und dass man manchmal einfach akzeptieren musste, was man nicht verstehen konnte.